Was erwarten die Mitstreiter heute? Ich glaube, zum Theo passt so richtig deutscher Küche. So eine deftige Küche, meiner Meinung nach. Worauf achten Fabian und Lars an Tag 2? Der erste Eindruck, wenn man reinkommt, es muss irgendwie passen. Natürlich, Essen zählt halt für uns auch irgendwie dazu stark. Aber wir können uns aber zurücklehnen und das Ganze ganz genießen. Locker auf uns wirken lassen, weil wir sind ja durch. Ja, das stimmt allerdings. Ne? Aber ja, die haben auch Lust am Essen gehen, das sage ich dir. Die werden dem Wettbewerb richtig gut tun. Hauptsache, die Stimmung bleibt auch so positiv. Hi, Theo. Hi, herzlich willkommen hier in Öning im wunderschönen Burchitel. Kommt rein, schaut euch um, fühlt euch wie zu Hause. Ja, danke. Danke. Ja, heute ist mein Tag. Lasset die Spiele beginnen. Schauen wir mal, wie Theos urige Katakomben bei den Mitstreitern ankommen. Das ist auf jeden Fall ein paar Generationen alt schon. Ja. Auf jeden Fall, ja. Wenn man Theo sieht, dann denkt man eher an so einen Rockabilly-Laden mit Elvis-Figur in der Ecke. Und oder ein Biker-Treff. Oder ein Biker-Treff, ja. In so einem Blues-Schuppen irgendwie. Ja, aber das ist auf jeden Fall überraschend. Mir fehlt schon ein bisschen Farbe hier. Das ist zwar dieses mittelalterliche, aber die Tücher sind schön eingedeckt. Ich würde ein bisschen Farbe mit reinbringen. Auch oben im Hotelrestaurant ist die Farbpalette eher begrenzt. Also im Vergleich unten zum Gewölbekeller wird es hier schon relativ holzig. Man merkt ja einfach, es ist ein angebautes Teilstück des Hauses. Und dann, glaube ich, wurde es halt zu diesem Zeitpunkt auf dem modernen Standard halt gebaut oder wie es halt so ähnlich passen könnte. Ne? Hättet ihr gedacht, dass das so wie Theo aussieht, dass wir hier an solchen Tischen sitzen? Da kannst du die beiden nicht verbieten. Theo und Burg, nein. Nee, das stimmt. Also wenn man den Theo, Theodor übrigens, ne, aufpassen Leute, ne, so sieht und nicht weiß, welche Gastronomie er betreibt, dann glaubt man nicht, dass er quasi ein Burgherr ist. Ne? Da kommt er auch schon samt Gefolge. Nochmal herzlich willkommen im Burghotel. Schön, dass ihr den Platz gefunden habt. Die Nadine ist heute die Kellnerin, die euch bedient. Hello. Die hat auch die Karte mitgebracht. Die würde euch jetzt dann liebevoll verwöhnen. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt. Werfen wir mal einen Blick in Theos Karte. Am Anfang habe ich gedacht, wenn wir unten reingekommen sind, dass hier halt wirklich so ein halbes Schwein auf den Tisch kommt mit dem Apfel im Maul. Aber es gibt Zanderfilet, Rumpsteak und Crème Brûlée darf hier auch nicht fehlen. Bürgerliche Küche, wie die auch irgendwie in das Haus gehört, ne? Es passt. Passt hier rein, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, sag ich doch. Also ich bin schon positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Theos stellvertretende Serviceleiterin Nadine nimmt die Bestellungen auf. Und an die Arbeit. Moin, ich bin Fabse. Ich bin der Gerd. Fabse ist sein Spitzname. Ist ja geil, der Fabi. Schön, hier zu sein. Ja. Gerd ist, glaube ich, nicht so ein fresher junger Wilder. Er ist eher so ein Koch der alten Schule. Also, ich glaube nicht, dass er mit Hipsters klarkommen will. Zumindest nicht mit dir. Nee, aber er ist ein guter Typ, glaube ich. Was machen wir denn heute? Heute machen wir ein Linsengemüse, süß-sauer. Ah, interessant. An sich ist eine Linse für mich jetzt nicht unbedingt das Produkt, wo ich jetzt gerne mit arbeite. Ich liebe Linsen. Wir haben hier verschiedene Linsen. Einmal haben wir diese schwarzen Beluga-Linsen, Patna, Berchlinsen und gelbe und orange Linsen. Die habe ich vorbereitet, weil die verschiedenen Garpunkt haben. Also man kann die nicht alle in einmal ins Wasser schmeißen, gar ziehen. Dann hat man die einen Stein hart. Die anderen, die sind plodegar, sage ich mal. Ne? Die größeren Sorten, die zerkochen schneller und sind eher für so Suppen geeignet. Ne? Und die kleineren, wie er eben gerade hier sagt, die Beluga-Linse, die dunkle, die schwarze hier, die behalten die Form und die haben mehr Biss, ne? Auch für Salate zum Beispiel top geeignet. Was ist dein nächster Schritt? Ja, erstmal ein bisschen ganz leichten Karamell. Brauner Rohrzucker nehme ich, weil der ein bisschen intensiver vom Geschmack ist. Dann werde ich das gleich mit dem Essig ablöschen. Jetzt dauert das einen kleinen Augenblick. Zack, ist der Zucker karamellisiert. Weißer Balsamessig, da löschen wir einfach ab. Kann ruhig ein bisschen mehr, der ist sehr mild. Ne? Da ist nicht, manche nehmen Essigessenz 6% etc. Da ist eigentlich zum Kochen nichts. Diesen könnte man auch so trinken. Ne? Das kenne ich nur von Oma. Wenn Oma früher Salatdressing gemacht hat, dann hat sie es auf jeden Fall immer mit Essigessenz gemacht. Genau. Aber war nicht unbedingt immer geil. Nee, das kenne ich, Fabse, das kenne ich, meine Oma auch und meine Mutter hat es auch noch eine Zeit lang benutzt. Ne? Diese schöne große Flasche mit der grün-gelben Etikettierung. Ne? Ich gieße jetzt auch ein bisschen Gemüsebrühe an. Jetzt kommt das Wurzelgemüse dazu. Da habe ich kleine Möhren, Sellerie und Lauch. Ja. Also wenn ich sehe, da ist zu wenig Flüssigkeit, gebe ich noch ein bisschen Gemüsebrühe nach. Ne? Die kocht ihr selber? Die kochen wir selber, auch von den Abschnitten, die wir dann
vom Brunoise schneiden überhaben. Ja, ja, ja. Ne? Ich glaube, der Gerd, der macht sein Ding da. Da kann man sich sicher sein, dass es schon eine vernünftige Basis ist, die er da beherrscht. Und das wird schon gut werden. Das Gemüse braucht nicht lange, weil es so fein gewürfelt ist. Ja. Jetzt kommen die Linsen dazu. Beluga-Linsen sind nicht nur ein guter Eiweißlieferant, sondern auch reich an Ballaststoffen und B-Vitaminen. Und jetzt geht es den Tomaten ans Leder. Das sieht man mal, wie klassisch so ein Tomaten-Concassé gemacht wird. Ne? Ja, das ist ein reines Tomatenfruchtfleisch, sage ich mal. Ne? Da sollen keine Kerne, keine Haut, kein Stielansatz, nichts dabei sein. Tomatenfruchtfleisch in der reinsten Form. Ne? Aber bitte mit Augenmaß. Das reicht. Soll auch nicht nur nach Tomate schmecken. Ne? Noch Fragen? Fapse? Womit schmeckst du das Ganze ab? Eigentlich nur mit Salz, Pfeffer. Ja. Ne? Weil durch Essig und Zucker hat es einen Geschmack. Die Linsen, die habe ich schon in Salzwasser gegart. Ja. Die haben schon einen Geschmack. Und Frühlingslauch kommt da jetzt noch zu. Okay. Die geben den Rest. Und dann ist das eigentlich in Ordnung. Jetzt könnte man da natürlich noch mit diversen Kräutern zum Schluss arbeiten. Aber das ist die pure Linse, süß-säuerlich. Ne? Fehlen noch die Meeresfrüchte. So, das Öl ist schön heiß in der Pfanne. Jawohl. Ich würze die Garnelen und die Jakobsmuscheln vorher. Auch da ewiges Streitthema. Ja, Pfeffer vorher, genau. Pfeffer später. Das ist wie beim Fleisch. Pfeffer ist so eine Sache, verbrennt schnell. Salz verbrennt nicht. Also wenn man direkt vorm Braten salzt, dann ist das kein Problem, weil dann zieht das ja auch nicht die Feuchtigkeit raus. Ja. Genau wie beim Fleisch. Ne? Bei dem Thema bin ich auch mittlerweile raus. Ne? Also es gibt Sachen, wo ich es vorher würze. Es gibt Gerichte, wo ich es nachher würze. Also ja, muss auch jeder für sich selber ein bisschen entdecken. Jakobsmuscheln und Riesengarnelen haben ungefähr den gleichen Garzeitraum. Ja. Die sollen ja schön glasig in der Mitte bleiben, nicht durchgegart. So, lieber Fabian, jetzt lässt du Gerd aber bitte mal weiterarbeiten, damit die Vorspeisen an den Start kommen. Erster Gang. Jetzt gilt es für Prinz Theo und sein Gefolge. Oh, das sieht aber gut aus. Bei euch sieht es auch sehr gut aus. Sehr modern, muss ich sagen. Schöner Teller. Ja. Nicht richtig altbacken, auch nicht ganz so fancy. Schön, nett, gut. Also, überrascht mich auch. Lars und Fabian schlürfen jeweils die Fischsuppe vorweg. Das Linsengemüse mit Meeresfrüchten ist für Carol und Stefan. Toni gönnt sich die gebratene Kalbsleber mit gemischtem Salat. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Schmecken, guten Appetit. Danke, guten Appetit. Ja, guten Appetit allerseits. Beginnen wir doch mal bei Fabians und Lars Fischsüppchen. Garnelen hier drin sind top gebraten, oder? Würde ich auch sagen. Lachs haben wir hier. Der Lachs ist wahrscheinlich auch kurz angebraten worden, dann in die Suppe gelegt worden zum Nachziehen. Soweit eigentlich ganz gut gegart. Es ist natürlich nicht einfach, wenn man es anbrät, nachher noch wirklich den guten Garpunkt in der Suppe zu haben. Aber das haben sie gut, wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Schönes Püree unten runter. Mhm. Schön weich. Was mir da nur fehlt, ist die Sauce Rui. Es steht ja auch Bouillabaisse Art. Ja, es ist Bouillabaisse Art, aber es ist auch halt rahmig. Ne? Rui ist aus weichgekochten und zerdrückten Kartoffeln. Und dann kommt Knoblauch dazu, Pfeffer und dann so ein bisschen mit Fischbrühe. Das ist dann so eine Rui. Kann man super aufs Brot schmieren und dann zu einer Bouillabaisse essen. So ein alter Klassiker. Trotzdem allem finde ich es sehr lecker. Es ist auf jeden Fall dem gerecht, was auf der Karte draufsteht. Sehr gut. Ja. Aber allgemein war ordentlich Dampf dahinter. Wie ist das Linsengemüse mit Meeresfrüchten? Ja, schön angerichtet. Das Linsengemüse, wie auf der Karte steht, ist auf jeden Fall lauwarm. Jakobsmuschel auch. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, dass das auch lauwarm ist. Jakobsmuscheln, die haben so ein wabbeliges Fleisch. Und wenn man die nicht schnell anbrät, passiert schnell, dass die wabbelig sind und schmecken dann auch nicht so gut. Sie scheint aber trotzdem gut gegart zu sein, aber für mich fehlt die Struktur, Festigkeit vom Anbraten. Linsen sind auch sehr sättigend. Ich finde, ein bisschen weniger wäre okay für mich. Also ich war sehr zufrieden. Die Linsen waren noch ein bisschen fest, aber im Großen und Ganzen war das gut abgeschmeckt. Gut abgeschmeckt. Stefan kostet das gleiche Linsengericht wie seine Liebste, nur mit Garnelen statt Jakobsmuscheln. Die Garnelen, die waren ein bisschen scharf, die waren gut gebraten. Er ist ein bisschen sanfter wie sie, ne? Finde ich. Dem Stefan schmeckt schneller. Erleben wir Toni auch gleich von seiner sanften Art? Ich habe hier die
Kalbsleber. Mit Balsamico ist das ein bisschen mariniert worden, in Streifen geschnitten, nämlich mal an und gebraten. Mit der Garpunkt war ich jetzt nicht ganz zufrieden. Klar, viele Leute, also viele ältere Leute, die mögen das durch. Aber das neue deutsche Küche ist halt so ein bisschen rosiger, das Ganze. Also auch eine Leber darf auf jeden Fall noch ein leichtes Zartrosa im Inneren haben, da hat er schon recht. Salate, Lolo Rosso, Lolo Bionda, Feldsalat ist dabei. Was das ganze Salat so ein bisschen runder macht, sind die Granatäpfelkerne. Ich liebe ja Granatäpfel durch meine Heimat. Bei den Granatäpfel fand ich wirklich cool, weil das diese Säure, diese Frische in den Salat gebracht hat, dagegen gesteuert hat, gegen den, das Grüne. Ja, schau, der Toni ist im Irak geboren und spielt das eine große Rolle natürlich, der Granatapfel. Und ja, klar, dass er das liebt. Ja, ich bin eigentlich zufrieden. Was bedeutet das in nackten Zahlen? Wie viele Punkte bekäme Theos Burghotel nach derzeitigem Stand? Ich würde sagen, 7, 8, 8. Jetzt haben die Mitstreiter das Sagen. Wie beurteilt ihr Theos und Gerds bisherige Leistung? Ja, Theo, bei uns stehst du momentan bei 7 Punkten. Wir haben uns entschlossen, auf jeden Fall 9 Punkte zu geben, oder? Definitiv. Aha, cool. Bei mir seid ihr noch bei 7 Punkten. Also die Luft nach oben, habt ihr noch ein bisschen, müsst ihr Gas geben. Ja, dann danke ich euch für eure Bepunktung. Und dann würden wir jetzt mal in die Küche gehen und ein bisschen Kette geben. Das war auf jeden Fall noch ein bisschen mehr an die 10 kommen wie jetzt. Danke. Die 7er müssen weg, das sage ich jetzt ganz klar. 7 muss weg. Also ich hätte gedacht, wir hätten ein bisschen mehr gekriegt. Ich muss mal gucken, woran es gelegen hat. Also mich interessiert, was nachher gesagt wird, wenn wir nachher wirklich den Stand der Dinge wirklich wissen. Aber wie gesagt, also 7 Punkte, ich hätte mit mehr gerechnet. Da müssen wir mal ein bisschen mehr Kette geben, ne? Oder? Na dann, ran an die Hauptspeisen, Gerd. Gerd. Hallo, Stefan. Hi, grüß dich. Was machst du Schönes? Ich bin gerade dabei, eine Perlumbrust zu parieren. Mhm. Ist ein afrikanisches Produkt. Wir haben ja auch selber afrikanische Küche zu Hause bei uns. Und daher kenne ich die Perlumbrust natürlich. Also ich würde jetzt mal ganz kurz zur Aufklärung vielleicht sagen, dass die Rasse aus Afrika kommt, aber ziemlich sicher dieses Perlhuhn nicht. Der weltgrößte Perlhuhnlieferant ist übrigens Frankreich. Ich mache jetzt mit dem Finger absichtlich eine kleine Tasche unter der Haut. Ja, weil mit dem Messer würde man das vielleicht kaputt schneiden. Ne? Das Filet ist dann kaputt. Was willst du da reinstecken? Da kommt die Trüffelbutter. Ach, die Trüffelbutter, ne? Da ja. Kommt, ja. Die gibt einen extrem super schönen Geschmack. Glaube ich. Ne? Also grundsätzlich so Perlenbrust, bisschen mit so Trüffelaromatik, Butter und so. Das geht immer. Ne? Perlhuhnfleisch ist noch zarter als normales Hähnchenfleisch. Ich würze das vorher natürlich, weil die geht gleich in den Ofen, ne? Ja. Bisschen Salz und Pfeffer müssen reichen. Ihr eigentliches Aroma entfaltet Gerds Perlhuhnbrust ja eh von innen heraus. Die Trüffelbutter, die verteilt sich jetzt so komplett im Fleisch, dass das also überall einen Trüffelgeschmack dann hat. Die ist ja unter der Haut. Mhm. Die zerläuft langsam, weil sie na klar schmilzt. Und dann hat man die ganze Perlhuhnbrust mit einem feinen Trüffelaroma. Ach, ja. Bei der Perlhuhn hätte man vielleicht noch ein paar frische Kräuter dazugeben können. Aber bestimmt hat er sich was dabei gedacht. Denn wenn man mit Trüffelbutter arbeitet, muss die natürlich auch zum Vorschein kommen. Trüffel und Kräuter passen aber trotzdem zusammen. Also nee, bleib mal bei deiner Meinung. Hast schon recht, hätte er machen können. Bei einem so zarten Stück Fleisch ist der Gargrad entscheidend. Also die Perlhuhnbrust ist jetzt im Kombidämpfer, nur auf Heißluft, ne? Okay. Auf 57 Grad. Ja, und dann können wir uns jetzt um die Beilagen kümmern. Ja, also das macht mein Kollege Stefan, der hat schon was vorbereitet. Stefan mit F. Hm? Ja, hi. Hi Stefan, grüß dich. Ja, ich bin auch der Stefan. Ja. Mit F? Ich nicht. Oh. Also ich bin auch der Stefan. Perfekt. Ich bin Mike mit K. Ja, ich mache mit dir heute das Markgemüse. Ich zeige dir so ein bisschen, wie wir das machen. Ja. Ich habe doch schon angefangen, weil es ist ja immer ein bisschen Schnibbelarbeit. Mhm. Wir machen Sellerie. Ich habe dann hier Romanesco. Dann haben wir hier Mini-Fenchel. Ja. Dann machen wir eine Möhre. Turnierst die, sehe ich gerade. Genau, die turnier ich gleich. Stefan, mein Namensvetter, nur mit F geschrieben. Macht einen netten Eindruck, ja. Und kochen kann er hoffentlich auch. Also du turnierst jetzt die Möhren, hast du gesagt? Genau. Der Begriff kommt aus dem Französischen? Genau, so wie ich weiß, kommt der aus dem Französischen. Und das heißt eigentlich übersetzt in Form bringen. Hat den Vorteil,
was natürlich auch ein gleichmäßiger Gargrad damit vorgegeben ist. Ne? Ganz wichtig, das Wasser darf beim Garen nicht kochen. Ja, das dauert jetzt immer ein paar Minuten und wir haben ein paar verschiedene Sachen, dann sind wir länger beschäftigt. Deswegen habe ich hier schon mal schön was vorbereitet, das Gemüse, was es gleich alles gibt. Das ist alles quasi nacheinander abgekocht worden, weil ich dann mal eine Möhre und eine Zucchini haben alle unterschiedliche Garzeiten. Tja, das nennt man Mise en Place, ne? Da ist es super vorbereitet. Klasse. Und da ist es wieder das gute alte Butterschmalz. Natürlich braucht das jetzt nicht so heiß sein wie gerade, weil wir wollen ja nicht braten, sondern wir wollen das einfach nur ein bisschen quasi wieder schön aromatisieren mit der Butter. Für Freunde der fettreduzierten Küche ist das hier definitiv nichts. Ich mache noch ein bisschen Olivenöl für den Geschmack. Okay. Ja, ist zwar Buttergemüse, aber so Olivenöl unterstützt den Geschmack immer sehr gut. Das ist doch fein. Also mache ich auch oft. Ist natürlich sehr viel Butter benutzt worden in dem Gericht. Nachher so ein bisschen Olivenöl drauf zu geben, ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung gewesen. Und das sah auf jeden Fall super knackig und frisch aus. Bisschen Muskatnuss dran und gut. So, dann haben wir das fertig. Mhm. Dann kann gleich die Maisboulade oben drauf. Ein bisschen Sößchen drumherum. Dann ist das Gericht schon fast fertig. Sieht gut aus. Dann Abmarsch. Stefan mit F hat noch ein bisschen Arbeit vor sich. Sieht echt appetitlich aus. Da dürften die Mitstreiter mit Fug und Recht gespannt sein. Cheers. Ach, schau, wie brav alle, ne? Seid ihr gespannt, was da so kommt? Auf jeden Fall. Da muss er aber jetzt richtig Gas geben. Du bist ja skeptisch, ne? Skeptisch nicht, aber ehrlich. Nichts anderes erwarten wir. Mal schauen, ob Theo noch mal eine Schippe draufpackt. Guten Appetit. Dankeschön. Präsentation des Hauptgangs. Von allen Gerichten? Eigentlich top. Top. So sehen Tonis geschmorte Kalbsbäckchen mit Wurzelgemüse aus. Lars und Fabian haben Lust auf argentinisches Rumpsteak. Die getrüffelte Perlhuhnbrust haben Carol und Stefan geordert. Soße extra. Hallo, hat da jemand zugehört? Sehr gut. So, jetzt haben wir das Fleisch ja medium bestellt. Dann wollen wir mal schauen, wie der Garpunkt in der Mitte ist. Ich würde sagen, der ist perfekt. Chapeau. Ja. Genau auf den Punkt getroffen. Sehr gut. Dann muss es jetzt ja nur noch munden. Als erstes möchte Toni seine Anmerkungen loswerden. Also ich hatte meine Kalbsbäckchen, die sind wirklich super zart. Ne? Sieht man hier, da brauche ich auch kein Messer dafür. Die waren butterweich, wie es sein soll. Dann habe ich hier dreierlei Möhren. Die Karotten hatte ich in drei Farben und das war nur eine rein optische Geschichte. Das war vom Geschmack her. Karotte schmeckt wie eine Karotte für mich. Ja, komm, im Grunde genommen hat er recht. Ne? Das ist jetzt nicht, dass du dir jetzt nicht geschmacklich durchs Nirvana beißt. Ne? Nee, nee. Mein Kartoffelschnee, also wirklich auch sehr, sehr lecker. Mit bisschen Muskat abgeschmeckt. Ne? Zwiebel waren noch dabei, obendrauf so ein bisschen. Hat schön geglänzt, also war wirklich gut gemacht. Also, kommt gut an bei Toni. Ich hab's auch lecker gefunden. Und wo stehst du jetzt mit deinen Punkten? Jetzt bin ich bei 8,5 angekommen. Oh, das ist schon eine kleine Steigerung. Ja. Ja, drüber. Cool. Jetzt Carol und Stefan. Wir haben beide Perlhuhnbrust bestellt. Was mir super gut gefällt, ist das Gemüse. Ich sehe hier Romanesco, da sind Möhren dabei, Zucchini. Für mich ist das wichtig, dass das Gemüse knackig und die Farbe noch kräftig ist. Und das war auf dem Teller alles zu sehen. Ja, und bei dem Hähnchen bin ich super zufrieden. Also super saftig. Ja. Die Trüffelbutter ist richtig schön eingezogen. Der Geschmack ist wirklich durchs Fleisch gegangen. Mhm. Eine Rahmsoße haben wir dazu bekommen. Ja, die ist auch schön cremig. Bin zufrieden. Also ist auf jeden Fall eine klare Steigerung zur Vorspeise jetzt. Also es passt alles, ne? Tja, ne? Also die Garpunkte darf man auch nicht unterschätzen, ne? Also alles geglückt hier anscheinend. Alles hat gepasst für mich. Was meinen Lars und Fabian? Das Rumpsteak. Gratinierten Ziegenkäse. Genau. Garpunkt. Ja, der ist top. Top. Die Qualität des Fleisches war gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt besonderen Fleischgeschmack rausgeschmeckt hat, weil halt auch einfach Ziegenkäse zu dominant war in der Hinsicht. Ja. Thymian, Honig und so. Röstaromen. Würde ich jetzt, kann man jetzt auch in dem Moment nicht so rausschmecken, finde ich. Ne. Der Salat, muss ich sagen, auch super frisch.
Das Einzige, irgendjemand ist auf jeden Fall nicht verliebt, aber hat auf jeden Fall ziemlich einen Thymian-Fetisch. Ja, genau. So. In der Kartoffel, in der Zwiebel, in der Kruste vom Fleisch. Man hat halt wirklich einen relativ penetranten Thymian-Geschmack, so, der halt dann in der Menge im Ganzen zu viel war. Also ein bisschen reduzieren in der Küche, mit dem Thymian runtergehen, kann ich nachvollziehen. Ich denke, dass wir mindestens einen Punkt mehr bekommen haben. Also, dass wir es jetzt viel objektiver bewertet haben. Ja, also ich denke auch schon, dass wir in der Punktezahl gestiegen sind. Doch. Euer Wort in Gottes Ohr. Ja, ihr Hübschen, wir würden gerne wissen, ob es euch schmeckt. So sprechet nun oder schweiget auf ewig. Das Einzige, was wir ein wenig zu bemängeln hatten, war das Überladene an Thymian. Und ein bisschen Soße hätte auch nicht geschadet. Beim Schmorgericht natürlich, auch beim Rumpsteak, wenn man es ohne Soße anbietet, Kräuterbutter, würde auch reichen, ne? Also das war auch keine Kritik, das war einfach nur, das wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Das ist ein guter Tipp, vielleicht ein kleines Sößchen, gerade weil du, wenn du dann diese Gratinierkruste von Ziegenkäse hast und dann durchs Fleisch, da könnte nochmal, um das Fleisch zu unterstützen, eine richtig gute Soße, die wirklich aus Knochen so richtig gekocht worden ist, könnte das Steak nochmal unterstützen. Ja, vielen Dank für eure ehrlichen Worte. Und jetzt gehen wir in die Küche und machen noch ein bisschen am Dessert was Feines, weil die Zehen noch kriegen. Bis gleich. Bis gleich. Für die Desserts ist Sous-Chefin Birgit verantwortlich. Lars, hi. Hi, ich bin Birgit. So, komm rein. Da bin ich mal gespannt, was so Süßes gibt heute von dir. Ja, wir haben uns überlegt, wir machen das Herrencreme-Parfait. Oh gut. Das ist ja eigentlich so ein typisches Dessert. Was so traditionell bei Hochzeiten eigentlich serviert wird, ne? Im Münsterland, ne? Herrencreme gibt's ja ist ja überall hier im Münsterland anders. Ja. Ne? Jeder meint, er macht sie am besten. Deswegen, das ist immer eine gefährliche Sache. Also ich finde, wir machen sie hier am besten. Ja, ja. Bei uns ist mehr so ein Pudding, irgendwo anders schaumig. Hier ist halt Parfait. Der eine eine Blockschokolade, der andere eine andere Schokolade. Den rum. Aber die Bestandteile sind eigentlich immer die gleichen. So, dann bin ich mal gespannt. Volle Konzentration aufs Herrencreme-Parfait. Wir nehmen volles Ei. Genauso viele Eier wie Eigelbe quasi, 3 und 3. Ihren Namen verdankt die Herrencreme dem Rum, der früher ein reines Männergetränk war. Wir geben 200 Gramm Zucker hinzu. Dann schlagen wir das Ganze erst einmal luftig mit dem Mixer auf. War das dann deine Idee, das in Parfaitform zu machen? Oder? Ja, ich habe hier vor 15 Jahren die Lehre gemacht. Und da haben wir zusammen überlegt, weil das so ein Kassenschlager ist, die Herrencreme normal, mal als Eis auszuprobieren. Und haben lange getüftelt. Und wir finden, jetzt ist das perfekte Rezept rausgekommen. Okay, 15 Jahre. Ja. Da kannst du auf jeden Fall keiner besser als du. Nee, ich glaube, ich habe auch schon etliche Portionen hier aufgeschlagen. Die macht einen sehr, sehr pfiffigen Eindruck. Sie versteht ihr Handwerk, glaube ich. Ich hatte schon beim Herstellen des Parfaits richtig Hunger. Im nächsten Schritt schlägt Birgit die Eiermasse über Wasserdampf auf. Ja, ich hatte den Topf ja gerade vorbereitet, habe unten 2-3 cm Wasser reingegeben. Ja. Das kocht jetzt und erzeugt den Dampf. Genau, vom Wasserdampf, ja. Sodass wir das Ganze einfach heiß aufschlagen können. Man muss halt diese Eiermasse ständig in Bewegung halten. Und je länger man schlägt und je mehr man schlägt, desto luftiger wird es ja auch. Ne? Also das Mädel weiß aber auch, was sie tut, ne? Sehr cool. Tolle Ausstrahlung auch, ne? Also man merkt auch da viel, viel Leidenschaft zum Beruf. Ist so, finde ich, spürt man. So, dann geht's jetzt weiter. Dann kühlen wir die Masse auf Eis runter. Ich habe dann hier schon mal eine Schüssel Wasser, Eiswasser vorbereitet. Da das jetzt nicht so lange dauern soll, habe ich schon was vorbereitet, was ich dann mal entholen werde. So, jetzt haben wir hier die gekühlte Eiermasse und fügen den Alkohol hinzu. Zuerst tun wir einen guten Schluck Rumba rein. Herrencreme im Münsterland, da ist der Rum anerkannt. Nun noch ein guter Schuss 43er Likör und selbstgemachter Eierlikör. Das Dessert ist auf jeden Fall nicht geeignet für jemanden, der noch fahren muss. Hat schon ein bisschen Bums. Würde ich auch sagen, ne? Jetzt die gehackte Zartbitterschokolade. Dieses Parfait, ne, was mir jetzt gerade einfällt, das ist dann quasi die NRW-Antwort auf Stracciatella, oder wie? Auf süß und alkig folgt nun fettig ab unter die Sahnemaschine.
Falls irgendwas unklar ist, einfach fragen, Lars. Hast du da ein Rezept vom Mengenverhältnis für die Sahne zum Ei? Ja, auf den 6 Eiern kommt 700 Gramm Sahne, ne? Also das ist schon eine Hausnummer. Ja, daher braucht man auch ein bisschen mehr Zucker, den Alkohol, dass das Ganze ein bisschen stärker schmeckt. Ja, das stimmt. Da muss mehr kommen, wie nur Sahne. Genau, das rühren wir jetzt alles miteinander durch. Und dann können wir das in unsere Parfümchen abfüllen und frieren es ein. Wie lange braucht das dann noch, bis es fertig ist? Wenn wir das gleich abgefüllt haben, braucht das schon eine ganze Nacht, also 12 Stunden, je nachdem, wie stark auch der Frost da ist. Ja. Braucht das halt schon so 12, 13 Stunden. Das ist doch eine schöne Weiterentwicklung der klassischen Herrengräber, ne? Als kleines, zart schmelzendes, halbgefrorenes Parfait. Ja, aber schmelzen die Desserts auch die Herzen der Konkurrenz? Tonis erste Bauchreaktion lässt hoffen. Der liebe Gott hat mich erhört. Sieht wirklich gut aus. Das Herren-Creme-Parfait wandert schnurstracks auf Lars und Fabians Hüften. Hier Tonis Creme Brûlée von der Tonkabohne. Und Carol und Stefan kosten den Quarkschaum mit marinierten Beeren. Bisschen oldschool, aber ich finde, es passt einfach dort in das Gastro-Konzept. Ihr habt noch eine Duftprobe dazu gekriegt? Das ist kein Duft, das ist Orangenlikör. Und was macht man? Spritzt ihr euch das auf die Zunge? Ja. Nee, auf die Beeren. Ja, so einfach so. Auf die Beeren. Ach, und das spritzt man drüber. Witzig. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Wohlbekomm's. Als erstes interessiert uns natürlich Lars und Fabians Herrencreme-Parfait. Das Parfait ist wirklich top. Man merkt keine Kristalle, ist gut gefroren und auch gut aufgeschlagen. Genau. Ist der Wahnsinn. Man hat es halt gelöffelt, es ist super verschmolzen. Es war halb gefroren. Aber schon doch sehr vollmundig. Vollmundig, kräftig, super gut, wirklich. Ja, das ist super gearbeitet. Das Mädel, die kann was, die Bier geht. Aha. Aber auf jeden Fall, Eierlikör ist top, ist wirklich super cremig. Da hätte ich noch ein Literchen von trinken können. Ja. Machen die übrigen Desserts auch Lust auf mehr? Carol und ich, wir haben den Quarkschaum mit den marinierten Beeren. Ich finde das halt eine super Idee. Hier ist so ein kleines Flakon mit Orangenlikör, Gros Marnier. Da kann man so ein bisschen so viel Alkohol drauf machen, wie man gerne möchte. Ja, das ist ein Mundspray nach meinem Geschmack, ne? Und Mike? Super. Die Beeren sind super, super frisch. Der Quarkschaum ist luftig, schön fest trotzdem, hat eine gute Konsistenz. Ja, okay, aber ich schmecke mehr Sahne als Quark. Ein Schaum war das nicht wirklich. Cremig, süß, lecker, aber kein Schaum. Ja, es ist nicht ganz schaumig. Das stimmt schon. Das könnte man wirklich mit so einer Easy-Flasche ein bisschen schaumiger hinbekommen. Aber es ist ein grundehrliches, gutes Dessert. Aber ich bin damit im Großen und Ganzen. Ich bin auch zufrieden. Schmeckt mir auf jeden Fall sehr gut. Und damit zu Tonis Dessert. So, meine Creme Brûlée und eine Tonkabohne, wie man hier sieht, Karamell, richtig gut, ne? Also die Kruste war wirklich tipptopp, wenn man drauf gekloppt hat. Besser kann man es nicht machen. Das wird eine 8, das sage ich euch. Also es ist wirklich super gemacht, ne? Also super frisch. Aber bei der Tonkabohne, da bin ich mir noch nicht so. Das schmecke ich noch nicht ganz raus. Ich finde, weil da auf der Karte steht, Creme Brûlée von den Tonkabohnen. Also muss ich von den beiden, also das Creme Brûlée und die Tonkabohnen, muss eigentlich hochkommen, also vom Geschmack her. Ich würde mir das Ganze noch mal höchstwahrscheinlich genauso bestellen, allerdings ohne Feigen. Die Feige hätte ich leicht karamellisiert. Die hätte ich leicht in den Läuterzucker eingelegt. Da hätte ich die noch mal unterm Salamander so ein bisschen gratiniert. So, das harmoniert meistens gut. Mensch, das läuft für unseren Rockabilly-Ritter. Der Hauptgang hat natürlich ein bisschen was rausgeholt. Und ich denke, da war mit dem Dessert mit Sicherheit nicht schlechter fahren, wie das, was wir im Hauptgang geliefert haben. Also ich denke schon, dass wir Boden gut gemacht haben. Ja, das glaube ich auch. Verlangt Theo für das, was er und seine Crew abliefern, angemessene Preise? Zeit für einen Blick auf die Rechnung. Also, wir haben 272,20 Euro auf der Rechnung stehen. Das sind ca. 205 Euro fürs Essen und 67 Euro für die Getränke. Völlig in Ordnung. Ja, völlig in Ordnung. Ich finde es auch top für die Qualität, was die geboten haben. Also top. Ja. Ich kann jetzt nicht jedes Mal sagen, top.
Aber Preis-Leistung war für mich so gerechtfertigt. 50 Euro bei dem Dreigangmenü fürs Essen. Klasse Preis. Also meine Tendenz geht auf jeden Fall in eine gute Richtung. Also ich denke, die 7 hat uns nochmal angespornt, die wir in den Vorspeisen gekriegt haben, um einfach nochmal Gas zu geben, so wie wir das eigentlich immer tun, aber nochmal ein bisschen rauszukitzeln. Ich glaube, dass unsere Jungs und Mädels in der Küche schon halt richtig heiß gewesen sind, weil eine 7, die lassen wir nicht auf uns sitzen. Also da ist schon, da krieg ich schon eine Gänsehaut und das gefällt mir nicht. Nee, nein, da können wir nicht mit schlafen. Die Gäste sind jedenfalls satt und glücklich, oder? Ich war am Anfang happy und du bist am Ende immer noch happy, ne? Mit Happy End. Ja, ich glaube, wir hatten wirklich, bei uns hat es sich richtig schön durchgezogen heute. Konstant. Ja, konstant. Ja. Jetzt müssen die Mitstreiter noch einmal tief in sich gehen. Wie bewerten sie Theos Gastgebertag unterm Strich? Da kommen die Punkte. Alles nur keine 7, sonst kann Theo nicht schlafen. So, dann bin ich mal gespannt. Theo und Gerd können natürlich nur ahnen, welcher Chip zu welchem Mitstreiter gehört. Ich habe eine 9. Ich glaube, da waren die beiden Jungs. Glaube ich auch. Lars und Fabian. Die waren von Anfang an zufrieden. Genau, ja. Da würde ich tippen, dass die uns die 9 gegeben haben. 9 Punkte. Auf zur nächsten Wertung. Eine 8. Ich kann mir vorstellen, da ist von Carol und von Stefan. Die waren kritisch, aber fair, denke ich. Ja, dann schauen wir mal. 8 Punkte. Der nächste ist leicht. Ja, dann bleibt Toni über. Der war ja heute nicht gerade unkritisch. Eine 8. Auch eine 8. 8 Punkte. 25 Punkte. Von 30. Es kann schlechter, es hätte besser können. Hätte aber besser können, natürlich. Nur, aber wir haben mit 25 Punkten, glaube ich, sind wir ganz zufrieden. Und die anderen müssen jetzt erstmal nachlegen. Genau. Das ist einfach so. Hey Leute, 8, 8, 9, das ist eine mega Punktzahl. Da muss man überhaupt nicht drum herum reden. Ne? Toll. Fürstliche 25 Punkte bedeuten vorerst Platz 2 für Theos Burg Hotel Pass. An Tag 3 wird es laut und bunt. Carol entführt unsere Gaumen auf ihren Heimatkontinent. Kommt das bei den Münsterländern an? Ein bisschen habe ich es mir anders vorgestellt. Ist das jetzt so afrikanisch? Es ist halt eine Gemüsepfanne. Da muss noch ein bisschen mehr kommen.